Sie sind wieder da, wieder einmal. DAF, die deutsch-amerikanische Freundschaft. 1983 gab es die erste Auflösung. Danach in steter Unregelmäßigkeit Reunions und weitere Trennungen. Wir machen auch irgendwie ein bisschen, was wir wollen. Also wir sind auch sehr spontane Menschen. Und das kannst nicht immer auf Ewigkeit irgendwie in ein Ding tun. Es gibt auch Zeiten, da wollen wir zum Beispiel unterschiedliche Dinge machen. Das haben wir dann auch einfach gemacht. Momentan sind sie wieder gemeinsam unterwegs. Seit Ende der 70er entwickelten die musikalischen Pioniere so manches Neue. Radikaler Einsatz von Elektronik, Aufbrechen klassischer Songstrukturen, befehlsartige knappe deutsche Texte. Ob IBM, NDW oder Techno, überall finden sich Spuren von DAF. Ihre Wurzeln liegen aber woanders. Die Energie vom Punk hat uns interessiert. Und auch diese Frechheit vom Punk, das war natürlich gut. Also auf in die Heimat des Punk. An der Schwelle zu den 80ern machte sich DAF auf den Weg ins damalige absolute Musikmekka, nach London. Na, der Antrieb war einfach, dass Deutschland gar noch nicht so weit war. Da gab es 3 Clubs, wo man spielen konnte. Die Markthalle, der Rattinger Hof und vielleicht noch das SO 36. Da gab die Szene entstand gerade, da gab es überhaupt keine Möglichkeiten, weder eine Platte zu veröffentlichen, noch aufzutreten. Die saßen da bei den Plattenfirmen und haben, was ist denn das? Das ist ja keine Musik, haben die ja so wörtlich gesagt. Ja. Mit den Ideen des Punk in ihren Köpfen stellten Gabi Delgado Lopez und Robert Girl einiges in Frage. Nicht nur musikalisch. Punk sagte, ne, frag keinen, mach einfach. Genau. Lern 3 Akkorde, das reicht. Wir machen, was wir wollen. Und das fanden wir zum Beispiel ziemlich gut. Also diese Art Freiheit vom Punk, ja, das hat uns sehr interessiert. Ja. Obwohl, man muss jetzt sagen, die Musik selber, also diese 3 Akkorde Musik vom Punk, die fanden wir nicht gut. Das fanden wir zu schlecht. Und da kam uns die Elektronik entgegen. Und auch zugute. Weil es war auch dann 1978, war das sehr zufällig, kamen dann die ersten erschwinglichen Synthesizer auf den Markt. Kamen aus Japan. Ja. Und das kam uns total cool entgegen. Also war genau perfekt für uns. Weil wir haben uns das sofort geschnappt, ja, und konnten damit im Grunde genommen richtig so eine ganz neue Sache machen. Weil wir wollten schon in die elektronische Richtung. Die Wellen, die DAF schlug, sind heute noch zu spüren. Neuestes Beispiel: Schwefelgelb. Die beiden Jungs aus der Eifel, die live noch von befreundeten Tänzern begleitet werden, bedienen sich stilsicher aus dem Fundus des vorletzten Jahrzehnts. Dabei kreieren sie einen fett produzierten Sound, der in die Zukunft weisen will. Ja, wir sind in den 80ern geboren, aber da haben wir noch keine. Wir haben uns noch nicht so viel Musik reingezogen mit 3 oder so. Und, aber ich finde, dass man kann das auf jeden Fall so sehen, dass wir auch Teil des 80er Revivals sind und dass wir es immer noch fortführen. Wir haben schon eine starke Affinität zu diesem New Wave und Minimal Wave und auch so Sachen, die so in Richtung IBM oder so gehen. Das sind schon so. Ich würde sagen, alle Genres, die bei uns einfließen. Ja, wobei, also die meisten sind halt typische 80er-Genres, also ob das Synthpop ist oder halt die er gerade genannt hat, das klingt, ist ja alles bei uns mit drin. Es kommt zu einem energetischen Soundgeflecht, Tanzbewegung garantiert. Die Verbindung zu Punk ist dann halt erst später gekommen. Die war nicht zuerst da und dann haben wir was gemacht, sondern wir haben was gemacht und jetzt zeigt sich, ah, das ist ja ähnlich wie im Punk. Live gibt es kaum ein Halten. Die Energie des Punk ist ihnen ins Blut übergegangen.
Wir wollen das loswerden, nicht um irgendwelche Leute von irgendwas zu überzeugen oder wir wollen auch nicht zu irgendeiner Revolution aufrufen oder irgendwelche politischen Statements abgeben, sondern das, was wir halt loswerden wollen, das kommt einfach nur aus uns selbst heraus, also einfach nur, weil wir Bock haben, das loszuwerden. Ich! Ganz anders bei DAF. Kritik an allgemeinen Zuständen, wenn auch in Metaphern gekleidet, ist ständiger Wegbegleiter. Wirklichkeit! Wir sind gegen den US-Imperialismus in der Kultur. Dass die ganze Welt genormt wird nach amerikanischem Vorbild, bis ein riesiger Disney dann zum Schluss entstanden ist. Das sind wir gegen. Für eine eigenständige Kultur. Und nicht nur für die deutsche, sondern für die tausende von Kulturen, die es halt auf der ganzen Welt gibt. Gegen diesen Einheitsbrei. Die Wirklichkeit kommt. Wirklichkeit kommt. Wirklichkeit kommt. Wirklichkeit kommt. DAF. 30 Jahre Musik gegen die inhaltslose Mittelmäßigkeit. Mit weiterhin unüberhörbaren Folgen.